da sind wir wieder immer noch bei dem Rätsel, ob das Ganze mit dem Sägewerk funktioniert. Ja, das haben wir jetzt geklärt. Guck bei platzierbare Mods ganz unten, da kannst du das nachlesen. Steht Sägewerk, hier können sie ihre blabla Baumstämme verkaufen und die Bezahlung was kriegen ist sie dein sofort. Ernst? Wie Strohballen. Das ist ein Rohr, wenn du dir da mit dem Anhänger drunter fährst. Der Mikro. Guck mal, da steht mal. Nichts von unters Rohr fahren und alles. Echt jetzt, Timo? Ich weiß nicht, wo du das gesehen hast oder so. Wir machen jetzt eine Pause, ne? Warte kurz, ich will mein Feld noch fertig machen. Nico? Nimmst du jetzt eigentlich immer noch auf, oder nicht? Junge, dein Mikrofon, dein das Mikro. Geht gar nicht, Timo. Nimmst du noch auf? Ja, klar. Okay, dann machen wir gleich Pause. Jo, das eine Folge noch. Nico, ich hab dir in Chat geschrieben, was bei mir abrechnen. 2000 bei Timo abrechnen. Sind das genau 2000? Nee. Ja, fast genau, 2000. Aber ich mach einfach 2000. Macht jetzt auch nicht den was genauen wäre draus. Theoretisch, wenn der Werkstattwagen kaputt ist, der bezahlt das dann? Der Staat. Oder der Vollidiot, der es kaputt gemacht hat. Einfach darauf, immer bei muss man sich einigen. Also ich komme mit dem Schadensmod ganz gut klar, weil meine Maschine hat gerade mal 1% Schaden. Also ich muss sagen, solange es sich leckt und ich irgendwo gegenfahre, ist es eigentlich super. So. Immer auf die Lecks schieben, ne? Das sind mir die richtigen. Nein, Spaß. Ja, aber theoretisch habe ich, teilweise habe ich so einen Mini-Ruckler drin, das ist richtig nett. Ich glaube, ich brate mir gleich mal. Wahrscheinlich Burger. Internet. Ja, es könnte am Internet liegen. Also. Mach mir auch einen. Nico, lass uns ein paar Burger machen, ne? Ja. Gute Idee. Wie lange dauert das? Einen Burger zu machen? Na ja, denke mal eine halbe Stunde Pause, würde ich sagen, oder? Dann kann ich meine ganzen Sachen speichern und. Die ganzen Sachen aufschreiben. Zwischen den Platten ein bisschen hin und her tauschen. Ja gut, das muss ich nicht. Die Dateien. Sagen wir, wenn ich das Feld hier fertig habe, das sind mir vier, vielleicht noch fünf Bahnen oder ja, ich denke mal, dass ich jetzt in ein paar Minuten dieses Feld hier fertig kriegen werde. Auch wenn das aussieht wie vom Profi gemacht, überall ein paar Lücken, aber gut. Bei mir habe ich eine große Lücke drin. Ich habe halt, ich bin gewohnt mit einer Sämaschine zu sehen, die halt so eine Art Anhänger ist, die so mitpendelt, ne? Und jetzt habe ich eine, die steif dran ist und dann sehen die Kurven mal aus wie hingekackt. Und hingeschissen. Oh ja, das kenne ich. Hingekackt und hingeschissen soll ich hier. So, in den nächsten Folgen werden wahrscheinlich auch wieder ein paar mehr wieder dabei sein. Also theoretisch müsste jetzt das Feld meiner Bäume, der ersten Bäume fertig sein. Wie geil, du kommst einfach angefahren und siehst schon die Bäume auf dem Feld stehen. Jo, sag Bescheid. Und du musst noch ein paar Mods rausnehmen und reinmachen. Reinmachen? Ja genau, doch, reinmachen schon. Den manuellen Zündungsmod und... Ja, aber reinmachen können wir... Ja, der ist doch schon drin. Ja, ich meine, der wäre drin, nein. Aber... Ja, bei... Hey, ich muss meinen Trick immer anmachen. Ja, du, weil das in dem Mod mit eingebaut ist. So. Aber normalerweise hast du ja links diese Anzeige. Ein Baum hat einen Strich. Ja, kannst du kurz warten oder soll ich jetzt sofort kommen? Nee, also ich würde das dann nach der Aufnahmepause machen. Ja, ja? Dann mach ich das nach der Pause. Also in der nächsten Aufnahme seht ihr, wie Niklas Bäume fällt. Ja, aber erst möchte ich noch meine restlichen 17 Stück jetzt mal kurz anpflanzen. Mach das. Das. Also die Folge ist noch nicht zu Ende, ne? Ich muss hier auch noch. Gut. Die geht nach Timer, ganz normal. Ey, das sieht ja richtig geil aus mit Niklas Bäumen hier. Oh ja, das finde ich auch, danke. Mega geil, finde ich. Hab ich da unten aufgehört? Ich hab da unten aufgehört. Die Map ist mega geil, die Leute, die hier drauf spielen, sind mega geil. Ich finde das Mikrofon ist mega scheiße. Was? Ich finde den Forest Mod so geil. Vor allem läuft der so problemlos. Jetzt fehlt nur noch dieser heftige, diese Maschine, die alles in einem macht. Ich mag Hühner. Wie hieß die Maschine? Nico? Weiß doch bestimmt. Rum, nein, keine Ahnung, was für eine Maschine. Die du meinst diesen, der in Erst-Asset und so ein Scheiß bei dem Trailer da, bei dem Ausschnitt. Ach, der vom 15. Ja, bei dem Max ist das wird immer. Niemals so aussehen, das wird niemals so aussehen. Jensheim 561. Großmaschine und dir WF-Track. Feld 22. Im Angebot oder versteigert? Versteigert. Wie willst du eigentlich deine Bäume nachher wegfahren? Mit dem Hänger. Hat er doch schon. Hast du? Hat er einen? Ich hab einen Hänger mit dem Kran drauf. So. Ich hab eine Greifzange, damit zieh ich die gleich. Ja, also ich mach das so, ich geh an der Greifzange. Probier mal aus. Zieh die raus. Niklas, aber versuch Niklas? Mal bitte, die Zange aufzumachen. Hab ich Timo, warte, hast du geschafft? Warte. Das Wichtigste ist... Klar, beide Monster drücken und nach vorne drücken. Oh, Timo. Das Ohne Wichtigste Spaß, ist... Ich hab da sechs ich hab, Stunden ich hab lang ein Video angeguckt, damit ich weiß, wie das funktioniert. Was? Das Wichtigste ist, der Kranplatz, der muss verdichtet werden. Jo, das Video ist so geil. Hab ich schon. Das müsst ihr euch mal angucken. Ich bin fünfmal drüber gefahren und hab dann, nein, das sag ich jetzt nicht.
Nee, nee, ist gut, ist gut. Sag, komm, hau raus. Schucki. Dann habe ich deine Mutter da drauf gesetzt und dann war er verdichtet. Oh, das hast du jetzt nicht gesagt, oder? Nee, habe ich ja nicht. Okay. Ich habe hab gesagt, das sage ich jetzt nicht. Nein! Fuck, fuck, was tue ich? Oh, ich habe vergessen, dass die grob war. Ich glaube, ich mache das wirklich. So, ich mache jetzt die Saatmaschine vor. Ich wollte gerade die Flecken wegmachen, da wo schon gewachsen ist. Und dann habe ich vergessen, dass die grob hat und habe da erstmal einen schönen Strich reingezogen. Egal. So, ich bin gleich... Ich glaube, das mache ich jetzt. Yeah, ich bin fertig mit dem Feld. Ja. Ich grubber jetzt einfach mal ein Stück, das vordere Stück da an meinem Feld grubber ich jetzt. Und dann habe ich da meinen Verladeplatz. Jo, genau, das ist eine gute Idee. Dann sieht das cooler aus. Als Rasen. Leute, ihr könnt auch mal in die Kommentare reinschreiben. Reinschreiben, Alter, ich bin schon behindert. Ich habe schon Essensmangel. Ich bin schon behindert. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr das Projekt findet. Das wäre auch mal gut zu wissen, ne? Also uns macht es auf jeden Verbesserungs- Fall Spaß. Verbesserungstipps sind immer gerne gesehen. Außer sie sind gegen mich. Kritik, wenn ihr was auch gegen mich sagen wollt, sagt das nicht. Aber ne? Kritik auch, nein, aber keine Beleidigung. Außer gegen Nils. Konstruktive Kritik ist erwünscht. Sagen wir es doch so. Ja. Mhm. Das klingt da am schönsten. Oh fuck. Wenn ihr Kritik ausübt, auch gleich schreibt, wie man es besser machen könnte. Genau. Nicht nur sagen, das und das ist scheiße, sondern auch sagen, wie man es besser macht. Ich finde Niklas scheiße, bitte schmeiß ihn raus. Okay. Dann aber noch sagen, wie man es besser macht. Ja, hat er ja. Ich schmeiß ihn bitte raus. Nee, damit macht man es nicht besser. Doch. Dadurch wird alles generell schlechter. Wenn die Niklas scheiße finden. Oh, das gibt's doch nicht. Rausschmeißen. Wie viel Sprit habt ihr eigentlich noch in eurem Wagen? 91 Liter. Nico unter der Hälfte. Wieder. Ey, hätte ich nicht nachgefragt, ne, Nico wäre in der nächsten Folge, ne, liegen geblieben wegen Spritmangel. Ich hab noch ganze 207 Liter. Also ich habe. Wir haben ja einen Tankwagen, ist ja nicht so schlimm. Ich hab nee, haben wir 99 nicht. Liter. Ja, ist der Werkstattwagen nicht auch gleichzeitig ein Tankwagen? Nein. Niklas, du musst ja auch nicht hier grubbern oder sehen oder so, dann verbraucht der Trecker nicht so viel Sprit. Auf X war ausklappen, ne? Ja. Ich hab auch gesehen. Ja, ja. Wie viele Liter passen bei euch rein? Also bei mir passt ich hab auch mehr PS. Ist das eigentlich vom Mod abhängig, wie viel Liter der verbraucht? Oder ist das vom Spiel abhängig? Das ist Mod. Ja, nee, ist vom Mod abhängig. Ah, nee, ne? Zieh mal bitte 1000 bei mir ab, Nico. Ich hab nämlich grad aus Versehen ein bisschen getankt. Ich bin so ein Genius. Ach, ehrlich jetzt. Ja. Ich bin so ein Genius. Warum war ich denn hier? Ja. Gras kann man nur wegflügen. Stimmt, hast recht. Na? Ich wollte gerade. Gut, dass ich mir kein Grasfeld gekauft habe. Jo. Ja, aber ich mach eh Bäume, von daher. Ich hätte jetzt nur der Schönheitsmäßig gemacht. So, also ich wäre fertig. Nico, du kannst das Ding hier. Ja, stell mal auf. Ja. Ich stelle euch noch meinen Trecker und meinen Grubber ab und dann würde ich sagen. Da wo ich jetzt bin, stellen wir mal Nachfrage. Dann stellen wir eben noch alles ordentlich ab und dann machen wir aus. Oh, was hast du denn hier gepflanzt? Hast du Raps gepflanzt? Du hast so einen Hof, der über die Straße geht. Ja, hier kannst du rein. Und warum hast du hier so einen Strich mit einem Feld? Jo, stellen wir mal ab. Hat auch immer noch 0% Schaden. Timo? Und der warum hast du so einen Strich im Feld? Weil ich da falsch gemäht habe. Ach so. Also ich wollte hier... Achso, das Feld jetzt reif. Noch nicht. Das ist Raps, ne? Der ist noch nicht reif. Ja, es der ist gerade mal gelb. Der ist in der fast in der müsste in der letzten Phase sein. Ja, ist er. Er ist ja ganz, ganz dunkelblau. Gucken wir. Braun auf von mal dran denken, wenn ihr was ablegt, Feuer V drücken, um es abzusenken. Wichtig. Lol, ist bei. Ach, Alter, das sah gerade so aus, als würde Nikos Feld schon am Rand verderben. Alter, mach keinen Scheiß. Leute, wir haben aber jetzt allgemein haben wir ein Problem. Was? Was welches? Machen wir denn? Mit der Weltwirtschaft. Nein, wenn jemand jetzt nicht da ist, dann würden ja seine Felder rein theoretisch verrotten. Stimmt. Wenn jetzt das Nils sein Feld andingensen würde und dann nicht da ist, später wird's verrotten. Mach mal eine Stufe niedriger. Ich würde mal sagen, wir nehmen so einen Mod rein, der verrotten ausstellt. Ja. Ja, das brauchst ja keinen Mod reinmachen, das stellst du ja stellst du ein. Nee, dafür gibt's Mods. Ja, gibt's okay, dann such Mods. Aufgabe an euch, gleich mal einen Mod raussuchen, ne? Ja, so wie auch nett. Gut, dann hätten wir das gelöst. Das wäre dann besser, würde ich jetzt mal sagen, ne? Ist zwar nicht mehr so spannend. Timo, steig mal meinen Trecker ein. Ei, ei. Lol, sogar meine Tachonadel. Jetzt drück mal beide Maustasten. Ja, wie das geht, weiß ich inzwischen. Wie das. Bei den MB-Trucks sind sogar. Ah, du warst sogar intelligent und hast dir den geholt. Ja.
Oh, ein ganz schlauer. Der MB-Truck, ja, ist gut. Der MB-Truck kann ich ist mal wieder. Damit kannst du die Baumstämme nämlich erstmal aus deinem Wald rausziehen. Winke, winke. Kannst du. So, das war's jetzt. Also, und genauso kann ich das auch mit dem Folge Hänger machen. Werdet ihr sehen, wie Niklas halt große seinen Dings macht da. Große Holzernte. Naja, und ja, wir machen jetzt erstmal eine Pause. Genau. Ja. Oder? Bis dann. Ciao. Tschüss.